In Rostock an der Warnow hat die Schiffswerft Tamsen Maritim ihren Sitz. Gemeinsam mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen werden Transformationsprozesse zur Effizienzsteigerung umgesetzt. Bevor wir uns die entwickelten digitalen Lösungen mit VR-Technologie dahinter konkreter anschauen, lassen wir uns praxisnah mit an Bord eines modernen Zollbootes nehmen. So, hier kommen wir in die Brücke, die noch im Rohbau ist, im sehr starken Rohbau. Hier hängen überall noch die Kabel drin, die wir erstmal hochgebunden haben, damit wir hier unten den Fußboden verlegen können. Hier im Bereich des Brückenpults für die Steuerung der Klimaanlagen. Hier vorne das große Brückenpult mit dem Sitz des Fahrers. All diese Details sind im Vorfeld visuell präzise zu erfassen und können so im Planungs- und Abstimmungsprozess auch mit dem Auftraggeber besprochen werden. Das alles können wir im Vorfeld hier schon simulieren und ersparen uns dadurch kostenaufwendigen Modellbau, 1:1-Attrappen und auch natürlich Fehlentwicklung. Also man kann, wenn man jetzt noch mal ein bisschen nach links geht hier, in die andere Staub, da in die Richtung, ja, dann sieht man hier schon mal ein Fernglasmodell, ein Kaffeebechermodell. Selbst solche Sachen sind berücksichtigt. Wenn jetzt schlechte See ist und der Mann ist angeschnallt, dann möchte er trotzdem an sein Fernglas kommen. Und das kann man hier alles schon prüfen. Das hätte man normalerweise zu einem viel späteren Zeitpunkt gemacht und eventuell wäre der Platz dann schon vergeben gewesen. So dass wir eigentlich auch eine bessere Qualität des Gesamtsystems erzielen können. Geschäftsführer Christian Schmoll unterstützt diese Technik von Anfang an, aus gutem Grund. Da wir es nicht mit einem Serienschiffbau zu tun haben in Deutschland, sondern diese Spezialschiffe immer einzeln bauen, ist ganz wichtig, dass wir beim ersten Objekt, also immer den Prototypen, in Klammern, schon effizient sind, schon marktfähig sind. Und deswegen müssen wir mit unserer Mannschaft, mit unseren Systemen, mit unserer IT, am Puls der Zeit sein, sonst werden wir von anderen Unternehmen unserer Branche abgehängt. Wie sieht das konkret in der Praxis aus? Abteilungsleiter Neubau Carsten Standfuß zeigt uns, wie die Technologie sinnvoll in der Praxis angewendet wird. Okay, wir sind hier im Maschinenraum eines Zollkreuzers im Mittelgang und der Kollege, der jetzt die virtuelle Brille auf hat und ich wollen mal untersuchen, ob wir hier genug Platz haben, vernünftig durchzugehen. Wir haben hier also ein Ventil, man sieht seine virtuelle Hand und er zieht jetzt zur nächsten Engstelle rüber und wir können jetzt direkt ablesen, das sind 76 cm, das ist also noch ausreichend. Wir haben verschiedene Farben hier, wir können verschiedene Subsysteme erkennen und das alles stellt einen Mehrwert dar gegenüber einer Zeichnung, wo man sich erst aus verschiedenen Zeichnungen die Systeme zusammensuchen müsste. Na, der riesengroße Vorteil ist eigentlich, dass ich mich in der VR-Welt einmal durch das ganze Schiff bewegen kann, während es eigentlich noch in der Projektierung ist. Man also im Vorfeld schon sehen kann und sehr genau sehen kann, wie sieht es nachher aus, wie sind die Erreichbarkeiten, wie ist zum Beispiel, wenn ich eine Pumpe einbauen will, wie ist der Platz drumherum, komme ich überall ran zur Verschraubung, komme ich nicht ran, wie ist die Einbauumgebung, dass ich sehr genau vorher sehen kann, zum Beispiel bei der Brücke, wie sind meine Sichtwinkel? Kann ich zur Seite sehen? Kann ich nach vorne das alles sehen? Was man vorher nur theoretisch betrachtet, habe ich hier die Möglichkeit, nochmal wirklich realistischer zu betrachten und ich kann das mit mehreren Leuten zusammen machen. Das heißt, ich kann auch mit den Jungs aus der Produktion mir das angucken und wir können es wirklich betrachten und sagen, okay, das passt nicht. Man kann Änderungen schneller und einfacher in den Projektierungsprozess darauf eingreifen. Zukünftig wird bei Schiffsneubauten der Einsatz der VR-Technologie immer häufiger zur Standardanwendung und mit der Fertigung immer mehr verschmelzen. Damit werden die hohe Qualität und Wettbewerbsfähigkeit für Tamsen Maritim weiterhin gewährleistet.